Was geht ab, meine Seefighter-Hose hier und heute mit dem Team-Rating-Video Nummer 51. Bevor wir damit anfangen, Freunde, wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt schon mal vorab jeden von euch schöne und frohe Freitage. Freunde, genießt die Zeit, was auch immer ihr macht. Jeder hat da sicherlich sein eigenes Ritual. Genießt sie einfach, ja, macht so ein Soft-Reset, sage ich mal, einen körperlichen Reset. Und dann, ja, wie gesagt, genießt die Zeit und ein frohes neues Jahr, würde ich schon jetzt schon mal sagen. Aber ich sag das auch später dann oder nächste Woche oder whatever. Dann wieder. Jedenfalls, Freunde, genießt die Zeit, die jetzt auf uns zukommt. Und natürlich vielen lieben Dank für den ganzen Support, wie immer, Freunde, über das ganze Jahr. Ihr seid wirklich insane. Würde dann aber auch sagen, natürlich fangen wir dann auch ohne weiteres mit dem heutigen Team-Rating-Video an. Auch da lieben Dank an die Einsendungen. Das erste Team ist hier an der Stelle von Ensat2003. Er schreibt uns Hashtag Team Ozuru. Hi Ozuru, ich habe ein Full-Power-Team, aber bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Könntest du mal nachgucken? Ja, mach mal PS bis ein Super drüber, mach weiter so. Oh, miau. Lieben Dank dafür, Freunde. Und dass dieses miau so Welle schlägt, ist so insane. Ihr müsst überlegen, es ist so ein Slang von mir und meinen Freunden damals gewesen. Wegen Shy Guy, weil bei Mario Kart immer macht er diese Geräusche so miau, aber umso geiler. Egal, wir kommen vom Thema ab. Jedenfalls, das Full Power Team von unserem Boy Ensat. Jeder Charakter gehört zu der Kategorie, beziehungsweise, um es besser zu sagen, zum Leader Skill. Yes, das tun sie. Denn Angel Goku und Full Power Broly, sage ich schon. Ja, ich bin auch im Dragon Ball Super Broly Hype. Super Saiyan 3 Broly und Angel Goku gehören nicht zu der Kategorie, aber bekommen den Tech Leader Skill. Wobei, lass mir ganz kurz nachschauen. Das ist immer die Sache, ne? Das vergisst man sofort schnell. Wer hat, gibt der jetzt Super Tech einen Boost? Gibt der Tech Charakter einen Boost bei so vielen Leader Skills, Freunde? Muss ich ganz kurz abchecken. Super Tech, genau, jetzt. Full Power Goku, dachte mir doch. Full Power Goku gibt der Full Power Kategorie Ki plus 3 HP Attack und F 150% oder der Super Tech, den Super Tech Charakter in Ki plus 3 HP Attack und F 90%. Heißt, Broly bekommt hier gar nicht den Boost. Freunde, Broly ist nicht in der Full Power Kategorie, sondern nur in Super Saiyan 3 und Pure Saiyan. Heißt, wir haben hier schon mal aus und vorweg 5 von 10 Punkten richtig. Alle Charaktere sind dann Max Awakes, sind 6 von 10 Punkte, aber nicht Max Level. Wir haben Isei Goku, der ist auf 130%. Also bleibt es vorerst bei den 6 von 10 Punkten. Und Broly müssen wir auf jeden Fall ja raustun, weil der bekommt den Leader Skill nicht. Schauen wir uns mal die Charakterliste an, Freunde. Das sind seine Full-Power-Charaktere. Und da haben wir auch einen LRGF und der ist nicht drinnen. Und LRGF würde ich gerne verwerten. Das sind die Tech-Charaktere. Und folgendes habe ich mir dann bei diesem Team gedacht, nämlich wir haben Full Power Goku ganz klar als Leader, ihn halten wir in einer Rotation mit unserem Boy Super Saiyan Argel Goku. Das kann man auf jeden Fall so lassen, wir haben Prepare for Battle, Super Saiyan und Fierce Battle. Ab der Super Saiyan 3 Transformation von dem Super Saiyan Argel Goku, da ist dann eine Phase mit Over the Flash, wo sie sich keine Ki geben, das wäre nicht so schlimm, denn die Runde drauf, dann kommt er rein mit Shocking Speed als Goku und Full Power Goku hat auch Shocking Speed, also die Rotation funktioniert auf jeden Fall. Die andere wollte ich auf jeden Fall halten mit LRGF. Ein LRGF sollte auf jeden Fall vertreten sein in einer Rotation und dann muss man quasi auch ein bisschen das Team, aber auch die Rotation um LRGF drehen. Denn wichtig bei mir wäre es bei einem LRGF, dass er von 2 auf 3 Passive Teilen kommt. Ja, auf die erste kommt er, wenn er quasi die Ultra Super Attack macht oder an sich angreift, auf die zweite. Also wenn er sich an sich angreift, auf die zweite kommt er dann durch die Ultra Super Attack, wenn er die macht, mit dem weiteren 77% und auf die letzte, wenn der Angriff down ist vom Gegner. Heißt, wäre cool, wenn er durch die Rotation erstmal selbstständig auf jeden Fall so gut wie immer auf die Ultra Super Attack kommt. Deswegen habe ich Kalken Goku Blue in einer Rotation mit ihm gelassen, denn Kalken Goku Blue gibt ihm Ki technisch Over the Flash und Shocking Speed, das sind Ki plus 5, die nimmt er auf jeden Fall gut mit, Freunde. Dann haben wir ja Ki plus 5 auf den Leaders, auf die Key des Leader Skills, also hätten wir bei quasi 11 Key, sollten das sein, durch die Rotation und durch den Leader Skill und das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Uns würden dann quasi noch 7 Key fehlen durch die Rotation. Dafür würde dann, wäre es gut, wenn der Rotationscharakter sorgt, deswegen habe ich als Rotationscharakter zum einen Kevlar, sie ist individuell stark, sie nimmt das Mindeste mit, sage ich mal, aber sie ist eine Orb-Changerin, heißt entweder würde LRGF diese Orbs verwerten oder Kevlar selbst, aber wenn man dann LRGF in die Mitte stellt, würde sie noch vom Kevlar Ki plus 3 bekommen, also dann würden wir auch so ein bisschen näher auf die Ultra Super Attack kommen. Anderes, beziehungsweise andere Charakter, Rotationscharakter, ist dann hier an der Stelle Tapion. Tapion als Tech-Charakter. Warum Tapion? Tapion ist auch zum einen Orb-Changer, der sorgt für Rainbow-Orbs, aber wichtiger ist, durch die eigene Super-Attack tut er dann noch den Angriff des Gegners senken. Heißt, vielleicht könnte man mit Tapion diesen Angriff Down-Boost vorbereiten als Rotationscharakter, damit LRGF das mitkommt, aber er hat auch zum Beispiel Rival-Duo und was LRGF noch mitnehmen könnte. Du hattest aber auch in deiner Charakterliste zum Beispiel so, also ich würde mal sagen, so alle außer Tapion,
akzeptabel und kann man sich darüber streiten, ob man da einen anderen Charakter nehmen sollte. Deswegen wollte ich auf zurück zu sprechen kommen. Genau dies. Nämlich, wenn man die anderen Tech-Charaktere betrachtet, so ein Super Saiyan Bardock wäre auch nicht verkehrt, ne? Der ist ein Option, der sorgt für Tech-Ops. Vielleicht würde das hilfreicher sein, aber der hat halt nicht diesen Attack-Down-Boost. Auf der Super Attack. C18 zum Beispiel, Turner Paul Charakter, ist dann auch ein Orb-Changer, die kann man auch auf jeden Fall verwerten, so ist nicht, sorgt für Tech-Orbs, aber, ja, sie hält halt legit nur Turn-Up of Power mehr oder weniger für LGF, und die Sache ist die, du hast sie nicht awaked und ihr Event ist gerade nicht online. Pycorn, Freunde, Pycorn linkt sich in einem Link-Skill besser als Tapion, das ist Shocking Speed mit LGF. Pycorn sowohl als auch Tapion haben auch in der Super-Attack, dass sie den Angriff des Gegners senken. Die Sache ist jedoch, Pycorn an sich ist total useless, so durch seine Passive. Es ist ein konstanter Boost, der ist nicht gut, um ehrlich zu sein. Aber die Sache ist die, wenn ihr darauf verzichten wollt, guck mal, ihr könntet auch zum Beispiel Pycorn in einer Rotation spielen mit LRGF. Die haben Experience Fighters, Rival Duo, Shocking Speed, Fierce Battle und Pycorn tut den Angriff des Gegners greatly senken durch seine Super Attack. Aber dieser konstante Boost bei Pycorn, der macht keinen Schaden, der macht nichts. Der war dann wirklich einfach nur da, um LRGF eine Vorlage zu liefern. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn ihr das trotzdem machen wollt, wenn ihr da trotzdem auf den Nutzen vom Schaden und Defense von dem Charakter von Pycorn verzichten wollt, dann könnt ihr ihn spielen in einer Rotation mit LRGF. So ist es nicht, denn dieses Shocking Speed macht schon was aus. Bei Tapion fehlt Shocking Speed, heißt, er bekommt keine Key plus 2 von LRGF oder auch er gibt LRGF keine Key plus 2 durch Shocking Speed. Pycorn tut das, aber Tapion auf der anderen Seite ist dann nützlicher als er. Der ist ein Orb Changer, er selbst ist nicht schlecht. Ja, der hat eine Crit-Chance, einen soliden Angriff-Boost. Heißt, da müsst ihr quasi selbst abwägen. Ich würde dir sowas vorschlagen. Könntest du auf jeden Fall mal testen. Und auf jeden Fall auch mich wissen lassen, ob das Ganze dann funktioniert hat. Ne? Das ist nämlich auch das Interessante. Ja. Aber ansonsten wäre es das zu dem Team. Dann würde ich sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Team. Nämlich das nächste Team ist ja an der Stelle von Baran. Lieben Dank für die Einsendung bzw. Majin Goku 3. Und zwar Opsa. Schreibt uns Hashtag Team, du könntest mein Hero-Team verbessern. Dann gucken wir mal da rein. Und zwar, Freunde, Hero-Team wissen wir, da gibt es sehr, sehr viel. Aber hier schauen wir mal, was die Charakterliste gleich hergibt. Außerhalb davon gehören die Charaktere zum Leader-Skill 6 von 10 Punkten. Alle sind Max, Level Max, Awake 8 von 10 Punkte. Sehr schöne Rotation, die werde ich auch nicht anfassen. LR Goito und LR Vegito müssen wir drüber nicht reden. Für LRGF hätten wir vielleicht einen besseren Partner. Dieser Strength Goku ist auf 100%. Der hat Over the Flash und Shocking Speed. Das ist gar nicht mal so schlecht für LRGF. Aber ich hätte da lieber einen Charakter. Oder ich würde da gerne einen Charakter sehen, der auch vielleicht den Angriff des Gegners senkt, damit LRGF vielleicht sein ganzes Potenzial ausschöpfen kann. Deswegen schauen wir nach so einem Charakter. Und ein Charakter, der mir sofort einfällt, wäre Super Gita. Und Super Gita hast du tatsächlich. Oder, oh mein Gott, stopp. Den habe ich total übersehen. C17. Den habe ich total übersehen. Da bin ich ehrlich. Ich habe direkt einen Super Gita gesucht, als ich die Charakterliste gesehen habe. Habe ihn auch gefunden. Der war sogar neben LRGF und habe dann alles ausgeblendet. Aber jetzt ist mir C17 aufgefallen. C17, tust du bitte awaken. Weil sonst würde ich sagen, nimm Super Gita und halt ihn mit LRGF in der Rotation, weil Super Gita tut auch durch seine Super Attack Angriff des Gegners senken, hat auch Over the Flash zum Beispiel in Sachen Key für LRGF. Aber da wir C17 haben, das ist der bessere Supporter oder Vorbereiter für LRGF. Was heißt Supporter? Er selbst ist auch sehr, sehr gut. Auf jeden Fall machst du dann Folgendes, mein Freund. Guck mal, er hat auch zum Beispiel einen LR Super Saiyan 3 Goku, tralala. Du könntest auch ein komplettes Heroes-Team mit LR, aus LR Charakteren bauen, das geht schon. Aber das Nutzen so ist nicht immer das Beste, wenn man einfach nur LR-Charakter reinklatscht. Aber in dem Fall ist es halt wirklich gut, weil diese Rotation ist insane. LR Gogeta und LR Vegito und LRGF mit C17. Das spielst du auf jeden Fall. Dann tust du C17 im ersten Slot, der durch die Super Attack Angriff des Gegners senken. Der gibt Key plus 3 für jeden Verbündeten. Linkt sich gut mit LRGF. Und. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Vorbereiter für LRGF. Ist auch individuell sehr stark. Also tust du auf jeden Fall mal Strength Goku raus, auch wenn er auf 100% ist. Das Nutzen von C17 ist viel besser für LRGF, statt Strength Goku für LRGF. Deswegen, erst Änderung C17 rein, Strength Goku raus. Und dann hättest du noch einen Ui Goku und einen Super Saiyan Goku, die rein und rauskommen. Wenn du auf Ui Goku verzichten kannst, dann will ich einen Supporter mit reinnehmen, zum Beispiel LR Great Saiyaman. Warum LR Great Saiyaman? Der gibt Key plus 4, das ist Gold wert für LR Charaktere. Wir haben hier 3 LR Charaktere, das ist wirklich Gold wert, kann man mitnehmen. Anderes Supporter, den du hättest, wäre zum Beispiel LR Goku, aber der gibt nur Key plus 2. Da will ich lieber das von LR Great Saiyaman mitnehmen, weil Key plus 4, Freunde, und das ist wirklich Gold wert
für alle Charaktere. Außerhalb davon gibt er ja mehr. Da gibt einen Death Boost zu Extreme Class, Verbündeten dessen Verteidigung senken, Allegret Simon, von ihm spreche ich gerade. Das würde ich dann so machen. Heißt, meine Änderung wäre hier an der Stelle, das habe ich doch ganz schnell gesehen so. C17 in einer Rotation mit LRGF, Allegretta Elevigito-Rotation und Allegret Simon rein. Und genau das, diese Änderung würde ich an dem Team machen. Aber ihr wisst ja natürlich, so Heroes-Team, da geht vieles Heroes und Villains-Team. Das Team, was du gerade hattest, war auch nicht verkehrt, ne? Das kannst du auf jeden Fall auch spielen. Genau, aber ich würde es auf jeden Fall nutzen, wenn LRGF da einen guten Vorbereiter hat. Nimm ihn mit. Das nächste Team ist hier an der Stelle von Pika Link, Hashtag Team Mosul. Hier habe ich mein Fusion-Team und ich wollte wissen, ob es hier ein paar Verbesserungsvorschläge gäbe. Dann gucken wir doch mal da auf jeden Fall rein. Nämlich, wir haben folgendes... Oh, nettes Team auf jeden Fall. Fusion-Team. Alle Charaktere gehören zu Katrui oder zum Leader-Skill, besser gesagt. 6 von 10 Punkten. Alle sind Max, 7 Max, Awake. 8 von 10 Punkte. Wir haben hier Virus und Ballot. Virus finde ich sehr schön. Virus ist ein krasser Vorbereiter für Allegretta, weil er ändert Tech und Int-Orb, waren es glaube ich. Tech und Int-Orb ändert er in Physisch-Orb. Den tust du immer rein und raus rotieren und Allegretta, der bekommt seine Free in Physisch-Orb. Das ist richtig cool. Also das kannst du auf jeden Fall machen. Ballot würde ich ändern, um ehrlich zu sein. Ballot, der braucht auch Orbs, Attack und Def, glaube ich, 15% pro Orb, irgendwie sowas. Aber ich sag mal folgendes, die Rotation würdest du auf jeden Fall so halten, zum Beispiel Super-Goethe mit Allegretta sind 5 Linkskills, die andere Vierfach-Goethe mit mit Super Saiyan Gotenks oder C-Tanks. Warum mit C-Tanks und nicht zum Beispiel mit dem Friend Allegretta? Das Problem ist, Vierfach-Goethe hat kein Prepare for Battle und Allegretta hat in dieser Form noch keinen Fuse Fighter, also so gut linken die sich nicht. Gucken wir uns das Ganze aber mal an. Für Barlot würde ich reintun, das ist seine Liste, Pandel. Ghost Tanks würde es auch tun, aber ich würde Pandel nehmen. Warum Pandel? Sie gibt jeden Verbündeten 30% auf den Angriff, ist ein Fusion-Charakter, beziehungsweise hat den Fusion-Tag oder Fuse-Fighter-Linkskill, sorry. Sollte sie auf jeden Fall haben. Oh, ihr seht das schlecht, sorry. So, machen wir das Ganze mal so. Und das würde ich dann bei ihr quasi mitnehmen. Wisst ihr, was ich meine? Hat ihr das Team auch gerade so schlecht gesehen? Nee, das war gut, okay. Genau. Heißt, meine Änderung wäre folgendes. Ich würde das Ganze so ändern. Wir hätten Allegretta in einer Rotation mit Super-Goethe, 5 Linkskills. Die andere Vierfach-Goethe mit C-Tanks. Sie haben 3 Linkskills, Super Saiyan, Fierce Battle und Fierce Fighter. Das ist halt das Wichtige. Das ist ein Key plus 2. Der andere Allegretta mit Vierfach-Goethe in einer Rotation, die haben kein Prepare for Battle. Man könnte den Friend Allegretta zum Beispiel mit C-Tanks spielen. Aber Vierfach-Goethe rein und raus rotieren, weiß nicht. Das, man kann das zwar machen, so, wisst ihr, was ich meine? Du kannst auch den LF Gogeta mit C-Tanks spielen, dann könntest du den rein und raus sortieren, aber ich würde es vielleicht auch so halten. Also so geht es auch auf jeden Fall. Und genau, Virus und Pandel würde ich dann noch mitnehmen an Support-Charaktere bzw. Rotationscharaktere. So würde dann mein Team-Vorschlag aussehen für deine Einsendung. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Kommen wir dann zum letzten Team von heute, Freunde. Das letzte Team ist hier an der Stelle von Son Blacks. Son Blacks schreibt uns, Hashtag Team Osu, ich würde mich freuen, wenn du mein Team bewerten würdest und ich würde mich über Verbesserungen freuen. Alles klar, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier ein Pure Saints Team, Freunde. Oh, und Shoutout an Goku Blue. 100%. Den kann man auf jeden Fall spielen in einer Relation mit EU Vegeta. Die haben Prepare for Battle, Fierce Battle, Super Saiyan, Warrior Gods. Das kann man auf jeden Fall machen. Aber wir gucken uns das Ganze gleich mal an. Jedenfalls gehören alle Charaktere zum Leader Skill. Yes, das tun sie. 6 von 10 Punkten. Also Max Awaked 8 von 10 Punkte. Dann gucken wir uns mal die Charakterliste an. Die Charakterliste sieht folgendermaßen aus, Freunde. Ich lasse euch mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Denn meine, ja, ich habe das Song quasi ein bisschen umgestellt. Wie ich es umgestellt habe, ist folgendermaßen. Und zwar, ich habe jetzt auf den Goku Blue verzichtet. Warum? Also, ich sag mal folgendes. Das war gerade ein bisschen laut, sorry. Ich sag mal folgendes. Angel Goku und Dreifacher Goku, die lassen ihre Rotation. Da müsst ihr nicht diskutieren. 5 Linkskills, die sind auf jeden Fall gut gedeckt. Die andere, warum habe ich jetzt mich jetzt für Evo Vegeta und Vierfachen Goku entschieden und nicht für Goku Blue auf 100%, sondern für Vierfachen Goku, der auf 55% ist? Die Sache ist folgendes. Ein Vierfachen Goku ohne Dupes sollte man nicht unterschätzen, wenn in Team Super Saiyan 3 Goku GT ist. Denn er hat Saiyan Draw für ihn und durch die Pässe natürlich 33% auf den Angriff. Deswegen habe ich mich erstmal vorerst dafür entschieden. Aber ich würde auch gerne Feedback von dir hören. Du kannst auch gerne mal dein EU Vegeta mit Goku Blue auf 100% testen in diesem Setup. Und dann, weil auf 100% ist, kann schon viel gehen. Also das sollte man auch nicht unterschätzen. Und dann kannst du auf jeden Fall uns wissen lassen, was da besser funktioniert hat. Aber vorerst mein Vorschlag hier, Evo Vegeta mit Vierfachen Goku. Ein Rotationscharakter, Dreifacher Goku GT, der gibt jeden Verbündeten 33% auf den Angriff. Hat auch noch Over the Flash für diese Rotation zum Beispiel, obwohl da eigentlich keine Key fehlen sollte. Aber ja, kann man mitnehmen auf jeden Fall. Saiyan Raw hat der 25% auf den Angriff für unseren Boy. Vierfacher Goku GT. Und da der aber keine Key gibt, wollte ich dann auf jeden Fall noch einen Support-Charakter, der Key gibt. Dieser Boy hat auch Saiyan Draw
für FIFA und Goku. Also ist FIFA Goku wird sehr gut gedeckt durch die Rotationscharakter. Dieser Boy gibt Ki plus 3, Attack plus 30% für jeden Verbündeten. Tora ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Deswegen habe ich mich für ihn entschieden. Man hätte noch einen physisch Super Saiyan Bardock gehabt, aber der hat Ki plus 3, Attack 20%. Und der wäre... Seine Vorteile von Linksteel wären halt zum Beispiel Super Saiyan und Fierce Battle, aber die Rotation haben schon Super Saiyan und Fierce Battle. Also der hat zusätzlich dazu, was halt den Rotationen fehlt, sage ich mal, Saiyan Raw, das würde jetzt quasi eigentlich nur viel von Goku betreffen, aber ja, deswegen wäre mein Vorschlag folgendes und ich hoffe ja. Ich hoffe, das funktioniert auch so, Freunde, und wie gesagt, vielen Dank für die ganze Einsendung. Ich wünsche auf jeden Fall auch schöne und frohe Feiertage. Genießt die Zeit. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.